Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar wollen wir heute den Switchbot uns angucken, erstmal auspacken und dann benutzen. Ich habe mich dafür entschieden, hier am Unboxing-Tisch, ich werde es auch an einem Lichtschalter machen, das werde ich aber ohne Videoaufnahme aufkleben. Für das Testvideo habe ich mich hier für die Kaffeemaschine entschieden. Ich wollte eigentlich die Kaffeemaschine smart machen, einfach, dass ich die Steckdose einfach smart mache und sage, hier drücke ich an und dann bleibt die an und Strom ist ja aus, aber bei der ist es halt nicht so mit so einem Kippschalter. Wenn an ist, ist an, ist halt einfach nur normaler Schalter. Ja, wie ihr seht, und da kann ich anmachen und dann kann ich Strom rausmachen. Wenn ich Strom wieder ranmache, ist die trotzdem, bleibt die aus. Also das Ideale, um den Switchboard zu testen. So, aber erstmal geht es ans Auspacken. Dafür switchen wir mal um. So, wir sind jetzt immer noch am Unboxing-Tisch, aber haben das alles mal gedreht. Ich zoome euch mal ein Stück ran. Das ist die Verpackung vom Switchboard. Das ist der Switchboard. Wir haben auch dann die App, müssen wir noch installieren. Brauchen wir noch ein Handy. So. Und ist natürlich kompatibel mit Alexa, Google Assistance, Siri, IFT. Oh, das ist so klein geschrieben. Smart Things und Clover. Keine Ahnung. Wir können uns das in der App alles einstellen. Für Licht, Kaffeemaschine. Da steht doch Kaffeemaschine drauf. Ist ja das Ideale, dass wir testen können. Wir können nur sagen, mit dem Thermometer, wenn bestimmte Gradzahl angezeigt sein soll, dass man sich für einen Tee zum Beispiel alles vorbereitet. Und wenn es hier kälter als 15 Grad ist, soll die Kaffeemaschine an ihren Tee machen, sozusagen. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Da brauche ich mein Messer. Packen erstmal aus und gucken, was bei dem Switchboard alles so mit dabei ist. Das ist ja schnucklig. So, wir haben einmal eine Anleitung. Gut. nee, wir müssen erstmal die Sprache suchen. Das ist alles Englisch. Das ist auch alles Englisch. Okay. Jo. Leider alles nur in Englisch, aber ich denke mal, das werden wir dann doch hinkriegen. Hier ist, können wir uns die App dann runterladen. Bluetooth. Ach so, ja, ich kann ja momentan nur per Bluetooth machen. Ich muss ja als nächstes müsste ich ja den Switch einbauen. Den machen wir dann gleich als nächstes. Und zwar den Hub. Den machen wir dann als nächstes Video, damit wir den auch mit Alexa steuern können. So. Und Switchboard Account. Hier wird es dann auch nochmal gezeigt, dass der Schalter da runter geht. Und wir haben mit bei, guck mal, den Switchboard, eine Anleitung in Englisch, zwei Ads und zwei von denen. Guck mal nach, ob das wirklich so stimmt. Wir haben die Switchboard mit bei. Oh, ich mache den mal so, dass man das sieht. So. Und wir haben zwei. Sieht man jetzt schlecht, aber es sind zwei von den Pads mit bei. Also hier sind die zwei kleineren.
Hier und hier und die zwei großen. Ist halt nur einer, weil einer ist so drauf. Super. Die kleineren Pads, die hier, die sehen, die werden wir jetzt noch nicht in Einsatz sehen, das werde ich euch erst später zeigen. Die sind für Lichtschalter. Und zwar, ich kurz noch mal raus. Na, komm doch hier. So. Hier ist. Ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig sehen könnt. Doch hier. Hier ist so eine Sehne. Die wird in den Switchboard, in den Arm reingehangen. Und das kommt dann praktisch so hoch zum Switchboard. Und das wird auf den Lichtschalter festgemacht. Und dann macht der Switchboard praktisch beim Schalter ausmachen. Zieht der praktisch an dieser Sehne. Und dadurch geht der Schalter raus. Weil er drückt nicht auf der anderen Seite. Er zieht den Lichtschalter hoch und macht ihn dadurch aus. Oder es muss auch nicht nur Lichtschalter sein, es kann auch irgendeine andere Taste sein. Ist ja hier super erklärt hier. So. Celsius, Language, Englisch, Französisch. Default, ja, wir lassen auf Default. Aber natürlich nichts in Deutsch, ist klar. So, wir machen jetzt einfach einen neuen Bot hinzu und wir wollen einfach den normalen Switchbot. Der ist hier, den wollen wir jetzt hinzufügen. Hat man das hier sehen? Da ist er. Den wollen wir jetzt hinzufügen. In App. So, next. So, jetzt haben wir den erstmal rausgezogen hier. Hat jetzt einen Switchbot gefunden. Next. Bot. Kaffeemaschine. So. Wir haben hier auch in der App noch nicht verschiedene Räume erstellt und so. Ja. Wir gehen jetzt erstmal auf unseren Switchbot. Cloud. Das müssen wir nachher dann online machen und dann mit Alexa verknüpfen. Das geht jetzt dann natürlich noch nicht, weil wir haben den Mini-Hub. Noch nicht. Und jetzt sieht die App ja, weil wir die Mini-Hub ja noch nicht in der App haben, können wir das auch noch nicht aktivieren. Wir gucken mal, ob Firmware und Batterie, ob alles okay ist. Batterie ist voll. Firmware ist auch okay. Denke ich, weil sonst hätte er gesagt, dass es falsch ist. Per Remote. Ach, hier können wir jetzt eine Remote nehmen und das da pairen. Wir wollen das aber nicht mit einer Remote pairen. Press Hold Time. Eine Sekunde. Switch Mode. Ja. Ah, habt ihr gesehen? Machen nochmal. Okay, Press Mode. Dann machen wir doch mal auf 0 Sekunden. Testen wir mal kurz durch.
Rest-Mode. Okay. Und hier seht ihr auch praktisch, da wird das eine hängt für den Lichtschalter. Den testen wir danach dann. Das ist jetzt erstmal unser Probeobjekt. Sollte ausreichen. Werden wir testen. So. Und zwar anhand unserer oder meiner Kaffeemaschine. Jetzt muss ich nur gucken. Achso, ich habe ja ein Verlängerungskabel hier hinten extra mir hingelegt. Hoppala, Entschuldigung. So. Kann man das sehen? Hier ist der Lichtschalter. Hier ist der An- und Ausschalter. Jetzt ist es an. Jetzt ist es aus. Und wir können es ja mal probehalber gucken, ob es funktioniert. So, Trick 17. Ich habe jetzt mit der Heißklebepistole gearbeitet. Ich muss es mal so, dass ihr das jetzt vernünftig sehen könnt. Also das ist falsch. Hier. Seht ihr das jetzt direkt von oben? Hier habe ich in die Seite, damit der Knopf nicht verklebt, habe ich vom Switchbot die Sicherung, die hier hinten drin war, direkt herausgemacht. Die habe ich jetzt hier drin, damit das nicht rinläuft. Und habe hier ein, zwei Bubbel raufgesetzt. Das ist jetzt ziemlich hoch. Da. Hier. Ich zeige euch das mal. So. Da sieht man es. Oder auch nicht. Da. Ich habe es jetzt hier vorsichtig hier oben noch weggeschnitten. Hier hinten weggeschnitten. Dass wir nur diesen Buckel drauf haben. Jetzt mal nicht sauber. Jetzt brauche ich auch hier nicht aufpassen mit dieser Rille, die hier ist. Ich setze den Kleber einfach schön gemütlich vor dieser Rille an, damit er wirklich auf der ganzen breiten Fläche hält, der Switchbot. Ne? Und wir können auch nochmal ausmachen. Und nochmal anmachen. Ja, er klebt jetzt hier schön auf der ganzen Hälfte. Gut. Also ein kleiner Bubbel hätte erreicht. Aber das ist mir halt ein bisschen doof zerlaufen und dann dachte ich, dass es nicht hoch genug ist. So. Aber wie sieht beim nächsten Mal Bescheid? Einfach nur so halten und einen kleinen Buppel. Super. Jetzt können wir uns das mal rauszoomen und hier in der Switchbot-App einfach nochmal uns angucken. Wie gesagt, jetzt ohne A-Punkt. So einfach ist das. Aber da könnte ich rein theoretisch. Ah ne, das ist schon am besten. Das ist am besten so. Mit Aufklebern ist das halt immer so eine Sache. Ob die halten. Da müsste ich da mal gucken. Diese Power Stripes von Philips oder so. Die doppelt gepackt und dann so müsste. Weil ist halt nur, dass der Schalter hoch genug kommt, dass er über diesen Kreis drüber ist. Dass der Bot halt einen Angriffspunkt hat, weil der Bot geht halt immer nur bis zu diesem Kreis, ja, und danach weiter geht er nicht und der Schalter liegt da drunter. Dadurch kann er das nicht an- und ausmachen und jetzt
mit meiner kleinen Notlösung hier. Zack. Ihr seht auch, dass es leuchtet. Und jetzt machen wir es aus. Schon ist er aus. Läuft super. Jetzt muss ich erstmal den Tisch hier sauber machen. Hier ist alles nass geworden. Bisschen gefummelt beim ersten Mal, aber wir haben es hingekriegt. Ich bin gespannt, wie es beim Lichtschalter wird. Das ist jetzt unser Versuchsding gewesen. Und ja. Ich weiß nicht, ob ich das so hochlade. Da muss ich mal gucken. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Alle schief gegangen, was schief gehen kann. Aber naja, nichtsdestotrotz will ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoppala. Bis dahin, haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin.